Herzlich willkommen zum Ruhrnachrichten Sportlokal. Heute am Freitag, den? Keine Ahnung. So, jetzt habe ich nochmal. Danke. Ich weiß auch nicht, was ist, aber auch egal. Ich beeile mich ein bisschen, weil es ist ein mega volles Programm an Heimspielen, an geilen Events an diesem Wochenende im Amateursport in Dortmund. Und wir legen direkt los mit einem sehr, sehr schönen Logo vom FSV Mainz 05. Oder? Oh, da kann man wirklich, das nicht vorher gedacht. Da kann man wirklich, ist Weltklasse. Ja. Da kann sich der BVB mal ein Beispiel nehmen. Zweiter gegen Erster, ja. In der Brückmannhalle am Sonntag um 14 Uhr. Da geht es richtig zur Sache. Und interessant ist, dass bei Mainz 05 kein Spieler älter als 18 ist. Jetzt kommst du. Denn dann machen die ja alles richtig, oder? Sie setzen auf den Nachwuchs, sind Erster in der zweiten Liga. Was wollen die mehr? Ist bloß nicht der eigene Nachwuchs. Warum? Wo kommt er her? Ja, er kommt aus aller Welt, aber nicht aus Deutschland. Er kommt aus USA, aus Italien, aus Frankreich und aus Schweden. Der USA heißt, der außer USA heißt Kanakja, irgendwie so. Und ist der Weltranglisten-Erster bei der U18. Also da kommt richtig Qualität aus Mainz. Aber jetzt, Mainz muss überragende Scouts haben. Also wenn die 18-Jährige und Jünger besorgen, sind erst in der zweiten Liga, die wissen schon, wo man die herbekommt. Oder die kennen die richtigen Berater oder Agenten. Richtig, aber Erik Bottrow, Alberto Mino und Co., die werden was holen, oder? Auf jeden Fall, diese 18 werden richtig Angst haben vor Erik Bottrow. Der ist 2,04 Meter groß, wenn der in der Halle kommt, die zucken doch sofort zusammen. Die zwei Punkte haben wir schon mal sicher von Dortmunds Nummer 2. Aber wird wahrscheinlich eine enge Nummer und ich tippe wirklich unentschieden. Beim Tischtennis unentschieden. Es ist möglich. Ja, jetzt hast du mich wieder. Ich wollte auch unentschieden tippen. Ist es denn möglich? Ja, es ist möglich. Ist möglich. Wenn nicht, machen wir es jetzt erstmal einfach möglich. Und dann geht es unentschieden aus. Und wenn nicht, haben wir Sonntag hier auf dem Buzzer, weil der BVB natürlich das Ding gewonnen hat. Nee, ich bin auch eher bei unentschieden. Aber ein Sieg wird es nicht für die Schwarz-Gelben. Den gibt es schon eher beim Volleyball. Da ist am Samstag Doppelspieltag ab 16 Uhr im Phoenix-Gymnasium. Ja. Und ein interessanter Name bei den Herren in der dritten Liga. Wie heißt der Gegner? Möchtest du sagen? Ja, es sind die Grizzlies. Die Gießen Grizzlies. Das ist allerdings der Problembär der Liga, muss man sagen. Ja. Letzter ohne Punkte. Obwohl man ja beim Volleyball Punkte bekommt, wenn man ein enges Spiel verliert. Ja. Die haben gar keinen. Ja, die haben wohl noch kein enges Spiel gehabt. Ne? Also die 0 Punkte, noch nicht mal ein 2-3 hingekriegt. Ja. Ich glaube, das ist der richtige Gegner für den TV Hörde, damit es weiter bergauf geht. Ja. Haben jetzt den ersten Sieg in der Tasche letzte Woche mit dem 3-1-Sieg. Dann kommt jetzt ein 3-0-Sieg dazu und dann geht es weiter nach oben. Ja, davon ist auszugehen. Die Damen, die vorher spielen um 16 Uhr in der Regionalliga gegen Düsseldorf, haben jetzt den ersten kleinen Knack nach 3 Siegen, haben sie erstmal verloren. Jetzt geht es so weiter? Nee, jetzt knackt es richtig. Nach oben hin knackt es. Die lassen es richtig knacken. Also nein, die gewinnen jetzt gegen Düsseldorf das Spiel wieder, bleiben oben dran, haben eine Saisonniederlage, sind ja Aufsteiger, das darf man ja überhaupt nicht vergessen, genau. Und spielen eine überragende Runde und die setzen sie jetzt vor mit dem Sieg. 4 Siege waren es natürlich und eine Niederlage, aber es wird dann der 5. am Wochenende. So viel hat der SVD noch nicht, bin ich weitergesprungen? Nein, so viel hat der SVD, aber geiles Logo, ne? Ist ein bisschen 486er-Zeit hier, Haspel. Ja, aber wir müssen nehmen, was wir kriegen können. C64 hatte ich da schon. Ja, ja, okay, du C64. Bist auch ein bisschen älter als ich. Ja. Ich hatte auch keinen 486er, mein Vater hat einen, aber ist okay. Egal. Drei SVD-Athleten, möchte ich sagen, haben sozusagen Auswärtsspiel. Ja, die drei Hagener kommen mit den Hagenern zusammen nach Dortmund, um in Dortmund gegen Hagen zu gewinnen. Nehmen die welche mit? Die nehmen keinen Platz im Auto. Ne? Kein Platz im Auto. Nee. Tresor hat hinten die komplette Rückbank. Ja. Der sitzt da alleine, hört seine Musik, ist im Tunnel unterm Brett. Der macht 14 Punkte am Wochenende. Fuhrmann, Aufbauspieler, der bringt den Bowser immer ins Spiel. Der macht 28. Und der Tresor sichert hinten ab. Der Tresor, der schließt alles ab hinten. Die Defense ist abgeschlossen. Ja. Also deswegen der SVD. Das wird ein ganz harter Nuss. Ja. Einer der Gegner, Hagen Haspe, wo es eine Überraschung ist, glaube ich, wenn der SVD gewinnen würde. Bisher haben sie diese Überraschung noch nicht geschafft. Haben gegen Kamp Lindford gewonnen, also eine Mannschaft, gegen die man gewinnen kann. Nicht mit 25, damit hat man nicht gerechnet. Aber eine Mannschaft, die man besiegen kann. Hagen Haspe, da ist man eher Außenseiter. Aber ich bin eigentlich immer pessimistisch gewesen beim SVD. Aber jetzt bin ich optimistisch. Ich glaube, da geht was. Die gewinnen, glaube ich, mit 3. Und holen da Punkte, wo keiner mit rechnet. Du als ausgewiesener Basketball-Experte, muss ich mich dranhängen. Die gewinnen durch einen Buzzer-Beater. Nee, so ist das Geräusch. Ein Buzzer-Beater. Am Ende mit einem. Mit einem? Ja, richtig geil. Ein Dreier, liegen mit 2 hin und dann
out of nowhere, vom Parkplatz, wie man immer sagt, in den Korb und dann eskalieren alle. Samstag 19 Uhr wird eskaliert und zwar, ja, dann so gegen 20:30 geht es richtig ab. In der Brückmannhalle kann man doch mal vorbeigehen. Geh mal zurück. Wir haben noch mit dem Spieler vorher gesprochen. Hört euch mal an, was er zu sagen hat. Ach Mann, er vergisst wieder alles. Ja. Also die Freude nach dem Spiel, nach dem Sieg war riesengroß. Wir haben uns alle mega gefreut. Danach war noch ordentlich feiern gegangen. Und auch der Glaube dran, nochmal nachzulegen gegen Hagen, ja, hat mit Glauben nichts zu tun. Wir müssen halt unser Spiel spielen und konzentriert bleiben über 14 Minuten. Und dann hoffentlich klappt das. Kein Mann der Kirche. Ein Mann der Kirche. Glauben gibt es nur in der Kirche, aber nicht im Sport. Das ist ein Mann der Kirche. Er braucht nicht den Glauben, um zu gewinnen. Weil er ist von sich überzeugt. Er hat nichts mit Glaube zu tun. Nee, Basketball hat nichts mit Glauben zu tun. Er könnte sich auch hinsetzen und sagen, das machen wir schon. Der da oben wird uns schon auf den Weg führen. Macht er aber nicht. Weil er nicht also braucht. Kein Mann der Kirche. Weil er ihn nicht braucht. Richtig. Er nutzt doch nicht den da oben aus, um beim Sport zu gewinnen. Der braucht ihn für große Dinge im also Leben. Also ist er doch kein Mann der Kirche. Er ist ein Mann der Kirche. Okay. Weil Sport nichts mit Glauben zu tun hat. Er glaubt an ganz andere Dinge. Okay, dann verstehe ich es nicht. Das müssen wir später nochmal nachreichen. Ich verstehe es nicht. Was ich auch nicht, doch, ich verstehe es. Handball-Verbandsliga gibt es keine Heimspiele, deswegen tippen wir die nur ganz kurz durch. Ja. Plettenberg-Werdohl gegen den OSC, Siebter gegen Achter. Enge Partie. Ja, OSC gewinnt mit 5. Ne. Doch. Mit 2. Und Westfalia-Harling, 12. gegen Westfalia-Hombruch, 11. Kellerduell. Gewinnt Hombruch mit 2. Boah. Unentschieden. Beim Handball. Kann man mal wieder machen. Ja. Derby-Time in der Landesliga. Haben auch da nur, in Anführungszeichen, 2 Heimspiele. Borussia Höchsten gegen den ATV Dorstfeld am Samstag. Nee, 10.15 Uhr stimmt nicht. 19.15 Uhr wird sein. In der Halle an der Hachenauer Straße. Dorstfeld noch ohne Niederlage. Höchsten, ja, nicht so gut gestartet. Nee, hat man viel mehr erwartet von vor der Saison. War einer der Aufstiegsmitfavoriten. Ist aber noch nicht so viel gekommen bei den Jungs. Vor allem in den Derbys. Ne? Die haben schon 2 Derbys gespielt. Genau. Ich glaube, gegen den AC haben sie verloren. Gegen Özbel haben sie verloren. Und ich denke auch, dass sie am Wochenende gegen Dorstfeld verlieren. Weil ich fahre meine Autoscooter-Runde weiter mit Dorstfeld. Ich habe vor der Saison gesagt, mit den Jungs geht es nach oben. Das war mein Tipp für den Aufstieg. Und ich kann jetzt nicht mit in der Saison aussteigen hier. Ich fahre weiter mit denen und sage, die gewinnen mit 3. Ich habe ja bei dir gelesen, dass die Aufstieg, die fühlen sich wohl in der Liga, die wollen gar nicht hoch. Vielleicht geben sie auch mal einfach Punkte an die anderen Dortmunder ab, damit sie dann nicht aufsteigen. Aber noch nicht so früh. Das steile macht These, ne? Ja, das macht aber am Ende der Saison. Sind ein paar Verletzte, sind ja auch ein bisschen älter, dann klappt es nicht mehr so am Ende. Ja gut, aber Höchsten hat sich ja 2 Wochen, die hatten ja jetzt Pause 2 Wochen, haben sich, glaube ich, ein bisschen gesammelt und wollen jetzt den Neustart, wie Philipp Schürmann uns erzählt hat. Also wir haben uns vorgenommen, jetzt nur noch nach vorne zu gucken. Alles den schlechten Saisonstart, den lassen wir mal hinten anstehen und wollen unsere alten Tugenden wiederholen und haben jetzt die 2 Wochen auch ganz gut genutzt, um wieder da anzuknüpfen, wo wir hinwollen, Tempo zu spielen und nach vorne zu gucken. Jetzt haben wir von 4 Spielen 3 Heimspiele und da wollen wir die Punkte sammeln und uns am eigenen Shop wieder rausziehen. Aber du hast schon gesagt, das wird nichts. Ich sag, das wird wirklich nichts. Die verlieren mit 4. Die schicken uns nie wieder ein Video, wenn wir so. Ja, es tut mir ja auch leid, aber Dorstfeld ist es auch einfach. Die sind on fire, das kann man so sagen. Die Jungs sind on fire, konnten sich jetzt ein bisschen ausruhen in den Herbstferien, können gleich wieder loslegen und gewinnen das Spiel. Auch Brechten spielt zu Hause gegen Altenbögge-Bönen. Das ist der 8. gegen den 6. Samstag 19:30 Preußische Straße 225, damit wir das ja auch ein für alle Mal festgehalten haben. Wie geht das aus? Brechten gewinnt mal wieder. Ich glaube, die haben zuletzt verloren. Ich glaube sogar ein Derby. Vielleicht stimmt es auch nicht. Ich glaube aber doch, die haben ein Derby verloren zuletzt. Gegen den ASC. So war es nämlich. Gegen den ASC haben sie im Derby verloren. Und gegen Altenbögge rehabilitieren sie sich, holen Sieg, damit sie wieder in sicheren Gefilden sind, erst gar nicht nach unten gucken müssen. Und deswegen gewinnen die mit 3 gegen Altenbögge-Bönen. Ja, gewinnen mit 3. Da hänge ich mich ran. Özbel hat spielfrei. Der Gegner Brambauer hat nicht genug Spieler zusammenbekommen. Ja, aber wie fair ist Özbel? Die hätten sagen können, ist uns egal, wir fahren dahin, schickt eure 2., gewinnen wir mit 10, haben wir wieder ein paar Punkte, stehen ganz oben dabei. Nein, Holger Kamsdorf hat gesagt, komm, wir verlegen das, wir wollen ein faires Spiel haben, spielen wir jetzt am 24.11. Hut ab vor Özbel. Echte Liebe. HTV Recklinghausen gegen ASC 09, kurz tippen, Auswärtsspiel. ASC ist jetzt gut drauf, gewinnen mit 4. Nee,
Wie die verlieren mit 2. Hohenlimburg gegen Wellinghofen. Wellinghofen letzter in der 4. Spielen heute Abend schon, 20.30 Uhr, also Freitagabend, 20.30 Uhr. Ja. Wellinghofen holt nix und verliert mit 3. Ja, verliert mit 4. Damit kommen wir in die Fußball-Oberliga. Und da hat der FC Brünninghausen nach 5 Niederlagen in Folge jetzt vor, den Bock nicht nur umzustoßen, wie sie seit einigen Wochen sagen, sondern die wollen ihn zerfetzen, zerreißen und grillen. Können wir den Bock nicht mal zu Hause lassen? Ja, nach diesem Spiel. Seit letzter Woche wohnt dieser Bock hier in unserer Sendung, der haut gar nicht mehr ab. Wir brauchen den Bock nicht. Ich sag, er wird gegrillt und dann ist Feierabend. Deswegen gewinnen die auch 2-0. Okay. 2-0 gewinnen die gegen Gievenbeck. Ja. Gievenbeck ist die einzige Mannschaft der Liga, die bisher gegen Schalke gewonnen hat. Richtig. Aber zu Hause. Die sind zu Hause sehr stark und auswärts sind sie ein bisschen zahmer. Ja, sie kommen aus Münster. Ist ein sehr weiter Weg. Ja, aber ich komme auch aus Münster. Ist das auch ein sehr weiter Weg? Aber wir müssen die Daumen drücken für Brünninghausen. Es geht doch nicht so weiter. 5 Niederlagen, kein Tor geschossen. Also die müssen aus ihrem Sumpf da mal wieder rauskommen. Und deswegen gewinnen die ja auch mit 2-0. Habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, deswegen darf ich das jetzt nicht mehr sagen. Hast du den jetzt patentiert, irgendwie den Tipp? 2-0, Otto, hohoho. Weiter. Kurz den ASC tippen. Der kann sich nochmal an... Gegen wen? An Westfalia Rienern. Dran pappen, die haben 20 Punkte, sind Vierter, ASC mit 17 Punkten dahinter. Wenn sie verlieren, sind die da oben weg. Wenn sie gewinnen, sind sie nochmal dran, aber es wäre auch kein Beinbruch, wenn sie es verlieren, oder? Doch. Ja? Ja, war überraschende Niederlage letzte Woche zum Auftakt von Sekic. Ja. Daniel Sekic, dem neuen Coach. Ich glaube, die Jungs wollen sich jetzt besser präsentieren, dem neuen Trainer, mit dem sie noch lange zusammenarbeiten müssen. Und müssen? Müssen. Wollen? Müssen. Denkst du, der wird jetzt entlassen von Habibovic? Ja, natürlich nicht! Also müssen die noch mit ihm weiterarbeiten. Ja, aber sie wollen doch auch. Ja, sie wollen, sie haben sich den haben gewünscht. Auch ja, ja, die haben den auch, stimmt, die Spieler haben den verpflichtet. Habe ich ganz vergessen. Auf viel Spaß noch, schönes Wochenende. Nein, komm, wir tippen. Wir tippen. Ich sag der AC, 1-1. AC gewinnt 2-1. Alter Optimist. Westfalenliga, schönes Derby zwischen Kirchhörde und dem Lüner SV. Und da stehen sich zwei Torhüter gegenüber, die letztes Jahr noch zusammen trainiert haben. Ja, genau. Marvin Raab, heute Torhüter vom Lüner SV. Und Oliver Roll, Torhüter vom KSC. Die haben beide letztes Jahr zusammen beim KSC gespielt. Erst war Marvin Raab die Nummer 1. Dann war Olli Roll die Nummer 1. Und am Ende der Transferperiode, ganz am Ende, hat sich dann Marvin Raab abgemeldet, weil er keine Chance mehr gesehen hat und ist zum Lüner SV gegangen. Hat, glaube ich, einen Gewinn gemacht, oder? Mit dem Wechsel. Ja, vor allen Dingen ist er rechtzeitig zu diesem Spiel sozusagen ins Tor gerückt. Genau. Da war ja auch die ersten 7, 8 Spiele gar nicht erster Torwart und jetzt seit 2 Spieltagen steht er drin. Genau, einmal im Pokal hat er gespielt und dann zuletzt in der Liga auch. Haben beide Male gewonnen und er hat überzeugt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er auch gegen den KSC, gegen seinen Ex-Club, wieder im Tor stehen wird. Er ist hochmotiviert. Ich habe mich mit den beiden getroffen, mit beiden Torhütern. Haben auch ein großes Interview, das ihr bei uns angucken könnt. Ab Freitagabend, 20 Uhr haben wir gesagt. 20 Uhr steht das online. Könnt ihr euch mal anhören, was die beiden erzählen. Gute Dinge dabei, zum Beispiel, ob sie sich darüber freuen, wenn der Konkurrent einen reinlässt, durch die Hosenträger bekommt. Ihr werdet erfahren, ob sie sich freuen oder nicht freuen. Und wir haben auch noch einen Quiz gemacht mit den beiden. Das wird super, da gewinnt einer ganz klar. Aber was sie jetzt zum Spiel zu sagen haben, hören wir uns jetzt mal kurz an. Ein positives Ergebnis wäre für uns natürlich schön. Allerdings wird es eine sehr schwere Aufgabe. Lünen ist sehr gut drauf, hat sehr viel Qualität, vor allem vorne. Marcel Ramsey, Sven Ricke ist, glaube ich, auch hingewechselt. Wird auf jeden Fall schwer. Und wir waren ja jetzt die letzten Wochen auch nicht so gut drauf. Deswegen wäre es schon gut, wenn wir punkten könnten, aber es wird schwer. Wie siehst du das Spiel gegen deinen Ex-Club? Ihr seid der Favorit, ihr seid eigentlich gut in die Saison gestartet. Glaube ich, 17 Punkte habt ihr schon auf dem Konto. Davon träumt aktuell noch Kirchhörde. Seid ihr der Favorit am Wochenende? Ja, ich meine, ob wir der Favorit sind, finde ich, da müssen ja anderen entscheiden. Ne? Und wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, ne? Sind natürlich fest davon überzeugt. Und ich meine, jetzt wieder unser letztes Spiel, wir haben jetzt wieder gewonnen. Das brauchen wir jetzt mal wieder, auch schön wieder heim. Und ja, wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, werden alles geben und dann werden wir dann sehen, wie das Spiel aussieht. Besser wär's. Kirchhörde, erster Abstiegsplatz. Wir sind ein bisschen irgendwie unter dem Radar plötzlich wieder unten reingerutscht, haben, glaube ich, 5 Spiele in Folge auch verloren, ähnlich wie Brünninghausen. Ja. Und Lüner SV auch so ein bisschen am Anfang der Saison hat man gedacht, da kann es ein bisschen höher gehen, aber haben auch so einen kleinen Knick in der Saison bekommen.
Trotzdem, der KSC schlägt den Raab mit 2-1. Ich sag, der Lüner SV gewinnt in Kirchhörde mit 3-0. Dreimal Mirza Basic? Nee. Der Ex-Kirchhörder Ramsey macht 2 Aaron Stück. Ramsey. Der hat auch bei Kirchhörde gespielt früher. Ja, aber auch bei ganz vielen anderen Vereinen, oder? Ich glaube, der hat überall schon gespielt. Ja, genau. Ich glaube, wenn du eine Ruhrgebietskarte machst und Ramsey irgendwie einen Punkt gibst, dann ist alles, nur Ramsey-Punkte gibt es dann im Ruhrgebiet. Das ist witzig, wenn wir dann jetzt immer über Lüner SV sprechen, kann ich immer sagen, der ehemalige Wickeder, Schürener, müssen wir mal überprüfen. Ja, wir gucken mal. Ja. Auf jeden Fall LSV gewinnt für mich. Nicht der Fall. Schüren nach dem 3-4 gegen Wiemelhausen, ganz schnell tippen, nächste Chance gegen einen in Anführungszeichen schwächeren Gegner, gegen Horst Emscher, die stehen auf dem Relegationsplatz sozusagen. Wie geht's aus? 2-2. Das, boah, schwierig, ey. Schüren muss auch mal wieder gewinnen, das gibt's doch nicht. Einfach out of nowhere 0-1 Auswärtssieg. Richtig realistisch, ne? Das geht. Ja, gut. Wiemelhausen gegen Wickede, 12. gegen 11. No, nein, nicht 0-0, nicht. Ich tippe 2-4. Ich wollte erst 0-2 tippen, aber Wiemelhausen, die haben 3 Tore gegen Schüren reingekriegt, aber auch 4 geschossen. Dann aber nochmal geht das nicht. Das geht nicht, nur deswegen 2-4. Wickede gewinnt 4-2 das Auswärtsspiel. Wiemelhausen, Wickede 1-3. Ganz kurzer Blick noch auf die Landesliga. Da gibt es ein Topspiel. Obersprockhövel 2. mit 25 Punkten, Hombrucher SV 3. mit 19 Punkten. Spielen heute Abend, auch am Freitag. Viel heute Abend. Weichen die etwa irgendwie etwas aus? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vom BVB nicht. 2 Freitagsspiele? Wie 2 Freitagsspiele? Das andere war Handball. Ja, Handball. Ja, und? Und das sind Auswärtsspiele in Sprockhövel. Vielleicht wollen die alle zur DATM. Bestimmt. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Wie geht's also, aus? Hombruch macht die Liga spannender und gewinnt 2-1. Für sowas können sie sich, glaube ich, richtig gut motivieren. Ne? Ja, das ist eine Highlight-Mannschaft, ja. Glaube ich. Ein richtiger Highlight. Unten haben sie keinen Bock, gegen die oben geben sie richtig Aber Gas. Defensiv sind sie noch nicht so sattelfest. 2-3 gewinnen sie. Sie gewinnen 2-3? Ja, sie spielen in Oberschrockhövel 2-3. Das heißt, sie gewinnen 3-2. So. Brakel 10. gegen Viktoria Resse 16. Sonntag 14:30 am Hallenbad. Heimspiel und ein 4-1 Sieg. Die spielen sich jetzt endlich mal frei. Ich wollte 4-0 sagen. Geht alle hin, viele Tore. Ja. Du machst sogar noch eins mehr. Ich sag 4-0 für Brakel. Und Kemminghausen 15. unten drin gegen Fürtinerspor Herne. Sonntag 15.15 Uhr am Gretelweg. 2-1 für Kemminghausen. Ja, 3-2. Und wer noch Lust hat, dieses Wochenende auf ein paar Pfeile, bitte jetzt nicht, der Kameramann hat schon einen Pfeil in der Hand, da jetzt nicht reinwerfen, dann ist der Fernseher kaputt. Es gibt noch Tickets, wer sich das mal anschauen müsste, die Stars sind hier und bis Sonntagabend, glaube ich. Sonntagabend ist Finale. Ich glaube, das geht bis 0 Uhr, die letzte Session beginnt, glaube ich, erst um 10 oder um 8 und es geht bis 0 Uhr Sonntagabend. Van Gerven feiert dann am Ende wieder mit den Jungs und... Weißt du, was ich lesen will am Montag? Nee. Wie viel Bier die in der Westfalenhalle verkauft haben. Wirst du aber nicht lesen. Unsere Andruckzeit ist um 11 Uhr und das Finale ist um 12 Uhr vorbei. Oder lese ich am Dienstag. Am Dienstag wirst du das lesen. Ja. Moritz Lerch ist da. Der wird zu Dienstag groß drüber berichten und dann erfahrt ihr, was da los war in der Halle. Richtig gut. Wir sind, glaube ich, haben jetzt, glaube ich, eine Dreiviertelstunde erzählt, was am Wochenende so los ist. Ich freue mich sehr darauf zu sehen, wie viel Recht oder nicht Recht wir hatten. Wünsche euch ein schönes Wochenende, viele Tore, wenig Gegentore. Bis dann.